Nicht ein Schweizer, sondern ein Österreicher war der Schnellste. Hannes Trinkl, Sechster bei der Olympischen Abfahrt, gewann in Aspen, Colorado, die Ersatzabfahrt von Garmisch. Trinkl, der diese Saison schon die Abfahrt von Bormio für sich entschied, bestätigte mit diesem Sieg seine guten Trainingsresultate. Zweiter wurde der Kanadier Gary Mullen, Dritter Marc Girardelli aus Luxemburg. Mehr Glück als in der Olympiaabfahrt hatte Franz Heinze. Nach einer sehr guten Fahrt wurde er Vierter. Ihm gelang das beste Schweizer Resultat. Pech für Doppel-Olympiasieger Markus Wasmeyer. Er war bei den Schnellsten, als ihn ein Verschneiter zum Stürzen brachte. Abfahrts-Olympiasieger Tommy Moe blieb mit fast 3 Sekunden Rückstand deutlich hinter den Besten. Sieg also für Trinkl vor Mullen und Schiardelli, Heinzer 4., Gaweng 6., Best 9. und Mara 10.